Ja, hier ist wieder Dr. Olaf. Ich bin ein klein wenig krank. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja was essen, damit die Gains nicht flöten gehen. Und deshalb entscheide ich mich heute für eine, nennen wir es, Low-Carb-Suppe. Man kann das Ganze nämlich auch super als Beilage zu etwas Kohlenhydratreichen essen. Aber nein, heute machen wir uns ein Low-Carb-Rezept. Das Low-Carb-Rezept besteht hier aus Thunfisch, Tomaten aus der Dose, hier ein paar Linsen, 100 Gramm Linsen, einer roten Zwiebel, dann noch drei Knoblauchzehen, verschiedenste Gewürze, dessen Namen ihr unten in der Videobeschreibung seht, weil ich es nicht aussprechen kann. Aber und hier so kleine Briketts. Das sind Spinat, gefrorener Spinat ist das. Gefrorene Spinat-Briketts wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an und legen los. Wir fangen heute an mit dem Kochen der Linsen, weil Linsen brauchen relativ lange im Topf. Deshalb setze ich schon mal ein wenig Wasser auf. So, während das Wasser kocht, hole ich schon mal ein Schneidebrett. Das hängt hier. Hier. Blub. Ah, voll gegen den Kopf drauf. Damit wir auch gleich unsere Zwiebel... Wow, ich habe die falsche Erdplatte angemacht. Wow, shit. Damit wir auch gleich unsere Zwiebel und unsere Knoblauchzehen schneiden können. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss noch einen Magerquark verstecken. Auf jeden Fall, die Auflösung der letzten drei Videos findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Dazu der Link unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich verstecke ihn schnell, bitte nicht gucken. Ich schalte mal kurz die Linse zu, damit ihr auch ja nichts seht. So, ich würde mal sagen, ich habe den Magerquark versteckt. Dieses Mal war es einfach, denn manche haben gesagt, die letzte Mal war schon sehr schwer. Zur Info ganz kurz. Wie überhaupt eine Magerquarkpackung aussieht, da wurde ich auch darauf hingewiesen, vielleicht kennt es nicht jeder. So sieht eine Magerquarkpackung aus. Also, jetzt könnt ihr nochmal die letzten Videos anschauen, wo ich den Magerquark versteckt habe. Und danach könnt ihr euch die Lösung auf der Facebook-Seite anschauen. Wow! So, jetzt bereiten wir unsere Gewürzmischung vor. Dafür hole ich euch mal näher ran. Den Namen der Gewürze findet ihr hier unten in der Videobeschreibung in der Zutatenliste. Auf jeden Fall, man kann das Ganze auch ohne Thunfisch machen. Man kann zum Beispiel auch Hackfleisch reinhauen oder Hähnchenfleisch. Man kann es aber auch ganz ohne Fleisch oder Fisch machen. Dann ist das Ganze vegan. Es schmeckt alles sehr lecker, denn die Gewürze geben der Soße den optimalen Geschmack. Aber ich muss euch mal kurz was zeigen, so weil da hinten noch die Linsen brutzeln. So eine Gabel darf in meiner Fitnessküche nicht fehlen. Auf jeden Fall klatschen wir uns ein bisschen Olivenöl schon mal in die Pfanne. So, einmal einen Kreis, waren jetzt vielleicht 20 Milliliter. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch in der Pfanne anbraten können in dem Olivenöl. Dann geben wir unseren Spinat hinzu, unsere Tomaten aus der Soße, den Thunfisch, die Gewürze und die Linsen. Das Ganze lassen wir dann kochen bzw. brutzeln. Und ich würde sagen, für diesen ganzen Vorgang hole ich euch mal näher. Spinat, Thunfisch, Soße ist fertig.
Ich würde mal sagen, ich esse das Ganze jetzt nicht als Suppe, sondern eher als Soße. Ich mache mir dazu noch eine kleine Beilage, damit ich auch satt werde und wir mehr von der Soße haben. Aus der Soße kann man ungefähr 4 bis 6 Portionen machen. Mit Beilage natürlich. Ich würde mal sagen, hat mich gefreut, dass du das Video eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ihr seht die Soße jetzt aber vom Nahen. Ciao.